Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller aus Ludwigshafen. Willkommen auf unserem Kanal. Hier unten seht ihr die Glocke. Gerne abonnieren. Und ich freue mich über Anregungen, Kritik und Fragen in der Kommentarspalte oder auch an die Info at schuh-keller.de. Ja, den Hanwag Tatra, den habe ich euch schon vorgestellt. Einer der meistverkauften Schuhe von Hanwag, den es in unterschiedlichsten Varianten gibt. Männer, Frauen, schmal, weit, Halux und, und. Eine Abwandlung dieses wirklich tollen Schuhs ist der Laser. Was unterscheidet ein Laser vom Tatra? Nun, das Obermaterial. Laser hat generell ein Jackleder, also eine Rinderart, die im Himalaya vorkommt, die dort mehr oder minder frei leben, als Lastentiere verwendet werden. Also keine Stalltiere, sondern Tiere, die eben in der freien Natur leben. Und das macht sich eben auch auf dem Leder bemerkbar. Es ist nicht ganz so glatt wie die Rindleder, die wir hier aus europäischer Produktion kennen. Sie haben mal einen Schmarren, sie haben mal einen Mückenstich und das sieht man eben auch an diesen Ledern. Es hat einen Nachteil, das Jackleder lässt sich nicht in vielen Farben präsentieren, also grün oder rot sieht bei den Jackledern nicht so schön aus, deswegen gibt es sie hauptsächlich in diesem Braunton, der, wie ich finde, eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil man hat die Schuhe ja auch über mehrere Jahre und sie lassen sich natürlich auch wieder neu besohlen. Insofern müssen die gar nicht so schreiend von den Farben sein. Warum benutzt man diese Jackleder? Nun, diese Jackleder sind von Anfang an weicher wie unsere europäischen Rindleder, also die Nubuks, die wir hier verwenden. Und man hat ein sehr strapazierfähiges Material, ein sehr strapazierfähiges Oberleder bei einer gleichen oder bei gleich weichen Materialien. Also man schlupft wirklich rein und merkt direkt schon, wie das Material eben weich ist, ohne dass es später im Laufe des Lebenszyklus irgendwie total auslappert. Also ein weiches, aber dennoch strapazierfähiges Material. Innen drin die Lasers hier mit einem Lederfutter, einem vegetabil gegerbten, einem pflanzlich gegerbten Lederfutter, so dass ich hier einen Schuh habe, der mit einem tollen, weichen Obermaterial ausgestattet ist, mit einem Lederinnenfutter ausgestattet ist und so wirklich einen schönen Allrounder habe, für nicht unbedingt für die total nassen Regionen, aber eben für alle möglichen Touren, die ich in den Alpen machen möchte, Pilgerwanderungen und Ähnliches, eben die gleichen Vorteile, die auch ein Tatra hat. Natürlich auch hier Metallösen, kugelgelagert, Klemmhaken mit drin und mit einer, wie gesagt, neu besohlbaren Vibram-Profilsohle. Auch den Laser gibt es, wie gesagt, für Damen, für Herren und auch in unterschiedlichen Weiten, also in der Normalausführung oder in der Weitausführung, sodass ihr auch hier den für euch optimalen Schuh herausfinden könnt. Viel Spaß beim Testen!